Der hat da irgendwas von Belia freigelegt. Merkwürdig. Hätten wir vielleicht doch Regen machen sollen? Ja, ich denke mal, wir werden es noch erfahren. Komm, rauf da. Hallo, mein Guter. Was darf ich für dich tun? Ich hätte gern ein Siegel für den inneren Zirkel. Natürlich, mein Guter. Hier, bitteschön. Nimm dir auch eine passende Tracht. Du bist jetzt einer von uns. Da sag ich nicht nein. Tschüss. Gib Merdarion einen Kuss von mir. Er ist ganz oben im Sanktum. Oh, 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 oh. Harnisch des Beschützers, Schwerrüstung, obwohl Torshu möglicherweise die schlechteste Schmiede Argas hat, wurde diese Rüstung mit potenten Zaubern versehen, die sie widerstandsfähig macht als manch ein Plattenpanzer. Lederpanzer, Fernkampf, ja, das ist eigentlich wieder die gleiche Entscheidung, die vorher schon, aber... Ja, okay. Ne? Fernkampfkraft. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen mit dem Bogen geschossen, ne? Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich die nehmen soll oder doch eher die. Lebensenergie, Ausdauer. Das ist eigentlich schon eine ziemlich coole Geschichte. Also auf keinen Fall hier komplett Magier, das machen wir nicht. Robe des Aspiranten. Ich glaube, ich bleibe trotzdem dabei, weil wir einfach zu sehr draufhauen. Inventar. So. Komm schon. So. Abschiedernat. Ausdauer, Mana. Also das ist der Fernkampf und durch. Ja, Fliege. Nehmen wir lieber die. Aber einen Helm könnte ich wieder noch ein bisschen cooleren vertragen. Passt ja jetzt nicht mehr so. Sieht aber nicht wirklich schön aus, die Rüstung, muss ich schon sagen. Da gibt es schönere Sachen. So, jetzt lass mich hier rein. Nano, ist das ein Siegel der Bruderschaft? Seit wann bist du einer von uns? Lass mich ins Sanktum. Ich muss mit Merdarion reden. Wie hast du Gilana überzeugt? Egal, ich will es nicht wissen. Tritt einfach ein. Tja, ich habe halt sehr überzeugende Argumente. Geh weg da. So, wo ich jetzt hin? Was haben wir hier? Aspirant, Feuermagier. Fall der nicht runter, Junge. Feuermagier. Wassermagier. Ich finde echt kack. Ups, das ist ein Dach. Steige ich den aufs Dach. Ich finde es echt kacke, dass die Wassermagier keine Wasserroben mehr anhaben. Kommen wir nicht rein. Aber da ist bestimmt was Cooles drin. Tja, müssen wir halt nur ein bisschen rumschauen hier. Achso, nee, da bin ich ja raufgegangen. Das ist schon ein cooler Baum, ne? Hängt eigentlich an der Kette. Achso, das ist nur so ein blaues Fackellicht, was an der Kette da hängt. So, hier müssen wir wahrscheinlich hin. Ist das der, den bedroht haben? Könnte sein, ne?
Du bist Merdarion? Der bin ich. Was führt dich zu mir, Fremder? Ich muss wissen, welche Magier vor ein paar Wochen im Archiv der Silberseeburg waren. Warum musst du das wissen? Ich hoffe, dass sie mir mehr über einen alten Tempel im Gebirge erzählen können. Auf der Karte, die ich im Archiv der Burg gefunden habe, ist zwar der Tempel verzeichnet, nicht aber der Weg, der zum Tempel führt. Dein Wissensdurst ist lobenswert. Lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ikarius hat Forschungsmittel für Silbersee beantragt. Ikarius? Was ist mit dem anderen Magier? Welcher andere Magier? Ikarius ist alleine zum Silbersee gegangen. Ich erwarte immer noch seinen Bericht. Es hat ihn wirklich niemand begleitet? Nein, aber jetzt, wo du es erwähnst, die beantragten Mittel waren ziemlich hoch. Genug für zwei. Was geht hier vor? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Wo finde ich Ikarius? Er teilt sich ein Quartier mit dem Bibliothekar. Calamus kann dir sicher sagen, wo sich Ikarius herumtreibt. Ja, wollen wir mal weiter quatschen hier noch, ne? Warum unternehmt ihr nichts gegen den Streit zwischen Vultus und Gelana? Ein interessantes Thema. Die beiden versuchen ständig, sich gegenseitig zu übertrumpfen und wachsen dabei über sich hinaus. Sie brauchen einander. Was ist mit den Leuten, die in ihren Streit verwickelt werden? Wir lassen Nachsicht walten. Sollte Tushu jedoch ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen werden, greifen wir natürlich ein. Gut, mehr da nicht zu erzählen. Dann gucken wir nach dem Bibliothekar. Milton! Willkommen im Sanktum, Bruder. Was führt dich zu uns? Wissen. Ich suche Wissen. Wie wir alle. Hier bist du richtig. Wer bist du? Mein Name ist Milton. Ich bin einer der Gründer von Tushu. Dein Baum ist beeindruckend. Durchaus. Einen solchen Ort hat es noch nie gegeben. Feuermagier, Wassermagier, ja, sogar Schwarzmagier legen ihren Zwist beiseite, vereinigt durch ihren Wissensdurst. Ich meinte eher den Baum selbst. Habt ihr ihn so wachsen lassen? Nein, der Baum ist alt. Uralt. Ich vermute, dass er sich direkt über einem Mana-Knoten befindet. Er vereint die Symbole aller drei Götter in sich. Das ist ein Zeichen. In Tushu sind alle Magier gleich. Warum brennt hier ein Feuer? Die Krone des Baums hat die Form des Innos-Zeichens. Die heilige Flamme brennt zu Innos Ehren. Das Sanktum ist also Innos geweiht? Nein, alle drei Götter haben hier einen Altar. Hier sind wir alle gleich. Aber das Sanktum befindet sich in der Krone, in Innos-Zeichen. Ich sehe hier Feuer, aber weder Wasser noch Schatten. Sieh dich um. Wir sind von Wasser umgeben. Adanos reich. Tief unten im Baum lauern die Schatten, Belia zu ehren. Also ist der gesamte Baum heilig, aber die Krone ist heiliger? Ja. Nein. Es ist kompliziert. Offensichtlich. Was ist mit dem offiziellen Orden des Innos? Von Tushu halten die wohl nichts, was? Hochmagier Pyrokar ist leider dem Dogma verhaftet. Das ist sehr bedauerlich. Für einen Großmeister bist du ganz schön umgänglich. Wenn mich die Erfahrung eines gelehrt hat, dann Bescheidenheit. Also mehr da nicht zu erzählen. Schade. Dann ist das da hinten wahrscheinlich der Belia-Schrein. Aber da Xadas, das glaube ich eigentlich weniger. Nee. Wäre auch Knaller jetzt gewesen. Wer stört mich? Ich habe ein paar Fragen. Ich habe keine Zeit für Neophyten. War das eine Beleidigung? Geh! Bist du immer so schlecht gelaunt? Ich werde ein ernstes Wort mit Gelana sprechen müssen. Einmal bist du scheiße drauf. Guck mal hier mit den Schatten, sieht ja geil aus. Ah ja. Was ein Langweiler. So, wo war denn jetzt die Bibliothek? Irgendwo weiter hier unten, denke ich mal. So, da runter.
Nee, da nicht. Hier auch nicht. Hatte ich die Bibliothek schon gefunden? Also, es muss hier sein. Ah, da. Ja. Hast du Ikarius gesehen? Nicht seitdem ich... Nun, er hat sich in unserer Hütte eingeigelt. Vielleicht ist er noch dort. Was willst du von Ikarius? Das geht nur Merdarion und mich etwas an. Merdarion? Oje. Hier, das ist der Schlüssel zu unserer Hütte. Ich halte mich da raus. Wo ist eure Hütte? Letzter Ausgang links, auf dem Weg zum Sanktum. Ja, hatten wir schon eben. Ja, Moment. Hä? Ne, hier sind wir. Da überhaupt ist reingekommen. So, dann hier. Da. Und dann hier. So rum. Tja. Aber wir sind so schnell irgendwo unterwegs. Blub, 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 blub. Aber wir sind schon klar, dass wir hier rein müssen. Dafür war das zu offensichtlich. Der sieht tot aus. Dann war es wohl er, der da das Messer an die Kehle bekommen hat. So, auf. So, Ring des Mystikers. Wollen wir nicht. Sumpfschrot, leere Schriftrolle. Naja, wir nehmen natürlich alles mit. Ist ja klar. Nee, zu Bett gehen wollte ich jetzt nicht. Hocker, nee, nee, nee. Oh gut. Tot. Er ist tot. Schon eine ganze Weile, wie es aussieht. Er ist längst kalt. Oh, ihr Götter. Das habe ich nicht gewollt. Was hast du nicht gewollt? Ich dachte, er hat gesagt, er wollte nur... Ich habe ihm geglaubt. Wem hast du geglaubt? Dem Mann mit der Augenklappe. Ich dachte, er sei nur ein Dieb. Der Kerl, den du hier reingelassen hast, wird Ikarius ermordet haben. Die Frage ist nur, warum? Hatte Ikarius Feinde? Nein, nein. Er war ein ruhiger, freundlicher Mensch. Ikarius Tod muss mit dem Tempel zu tun haben. Mit welchem Tempel? Ikarius war mit einem anderen Magier im Archiv der Silberseeburg. Wer auch immer der andere Magier war, er schwebt jetzt in Lebensgefahr. Wir haben nur Ikarius zum Archiv geschickt. Das weiß ich noch. Aber er hatte Lester dabei. Lester? Ja, ein kauziger Kerl. Nennt alle mein Freund. Ich muss mich beeilen. Vielleicht ist er schon tot. Wo finde ich Lester? Er hat seine Hütte im Sumpf. Hinter dem Sumpfkrautfeldern südöstlich von hier. Gut, ich beeile mich. Oh, ich sehe gerade. Warte. Was? Er hat die Schriftrollen mit den Beschwörungsformeln mitgenommen, die ich hier auf dem Zimmer hatte, um sie zu ordnen. Was kann er damit beschwören? Golems. Jede Menge Golems. Na, klasse. Hätte ich mal die Ende Fragen noch durchlesen sollen. Oder Antworten, weil, habe ich das nicht gemacht. Ich gedacht habe, ja, nö. Kann ja eh alle auswählen. Nicht blöd. So, quatschen wir mal mit dem. Das scheint ihm aber gar nicht zu interessieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das nicht interessiert. Ikarius ist tot. Tot! Seine Leiche liegt in seiner Hütte, sie ist schon kalt. Bei Adanos! Ich hoffe, das hat nichts mit diesem schwarzen Turm zu tun. Was hat es mit diesem schwarzen Turm auf sich? Er ist praktisch über Nacht über einem Mana-Knoten durch den Fels gebrochen. Alle unsere Versuche, diesen Turm magisch auszuspähen, sind gescheitert. Wer auch immer dahinter stecken mag, hat uns jedoch bis jetzt in Ruhe gelassen. Vielleicht war es aber nur die Ruhe vor dem Sturm. Das klingt aber mal richtig nach Xardas. Speichern mal lieber. So.
Jetzt hätte ich schon beinahe vergessen, was ich eigentlich machen will. Was soll ich denn jetzt noch machen? Na, das kommt immer davon, wenn man ein bisschen was aufnimmt und dann ein paar Tage nicht spielt. Irgendwas, irgendwie, irgendwo müssen wir jetzt tun. Ja, dem nachgehen wäre diesen meinen Magier. Wo geht's denn hier runter? Ne, hier nicht. Moment. Wo ist, geht's hier runter? Da hinten, glaube ich, ne? Geht's hier auch runter? Ja, aber dann endgültig. Da ist eine Treppe. Aber den einen hat es ja nicht interessiert, dass er sein Dings hier, Magier, umgebracht wurde. So, ich glaube, wir müssen jetzt da lang. Ja, und dann hier zurück. Warum will ich nur über den Controller? Ich habe keine Ahnung, wo ich machen muss. Spinnen jetzt mal nachher, finden wir aber nicht. Nachlass, vergessenes Grab. Du hast eine Schriftrolle gefunden, in der von einer Rune der eisigen Nacht die Rede ist. Finde. So, nee, die Rune ist es nicht. Mann mit vielen Freunden. Baum des Wissens. Kann ich mir das jetzt nicht genauer lesen, jetzt hier? Ich habe echt keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, bin ich hier nicht richtig am Suchen. Aktuell erledigt. Boah, haben wir schon so viel erledigt? Krass.